Hey, hast du dieses Set, dann brauchst du nie wieder dir Gedanken machen, wo du in der Natur schlafen willst. So, in diesem Video geht es um ein Feldbett von Thermarest, das Ultralight Coat. Ein Feldbett in dem Sinne, weil ich es endlich satt habe, auf eine Isomatte zu liegen. Isomatten sind, wie soll ich sagen, nicht so bequem. Und da es jetzt ein kleines Packmaß von Feldbetten gibt oder auch vom Gewicht her, habe ich mir gedacht, ich stelle euch das mal vor. Und das wird hier auch nicht gesponsert, das mache ich aus freier Entscheidung. Das Feldbett ist ungefähr 1,83 groß. Ja, die Tasche ist sehr klein, nimmt nicht sehr viel Platz ein im Rucksack, kann man immer mitführen. Und man muss halt nicht auf dem kalten, nassen Fußboden liegen. Ich hatte immer das Problem mit den Isomatten, dass die halt, ja, ich sag mal, sehr ungemütlich wurden in der Nacht und viel zu hart waren. Deswegen habe ich mir gedacht, hey, ein Feldbett macht alles ein bisschen komfortabler und ist auch viel angenehmer. Gut, ich packe es jetzt mal aus und dann könnt ihr sehen, wie groß das eigentlich ist und woraus es eigentlich besteht. Das ist es eigentlich. Wir haben hier so eine kleine Folie und das ist eigentlich das ganze Feldbett. So, und dazu kommen jetzt nur noch diese ganz leichten Gestänge. Und hier unten für die Füße die Unterkonstruktion, die Gestänge. Mehr ist es nicht. Ja, der Aufbau gestaltet sich sehr einfach und schnell. Ne, man macht einfach hier die Folie auseinander. Man kann auch hier sehr gut schon erkennen, auf einer Seite hat sie halt diese Aluminiumseite. Das heißt, die Wärme, die Körperwärme auf der anderen Seite wird reflektiert. Das heißt, man hat ein sehr warmes Feldbett. Naja, man erspart sich so die Isomatte. So, dann klappt man das hier ganz einfach aus. Und dann fängt man auch gleich mit den Gestänge an in den Seiten. Ja, diese dünnen Stangen hier, da habe ich mir erst so gedacht, kann das überhaupt mein Gewicht aushalten? Also ich wiege so ungefähr 80 Kilo. Und dieses kleine Gestänge links und rechts, nun ja, das scheint einen sehr leichten Eindruck zu machen. Aber von der Qualität her scheint es stabil zu sein. Also man muss dazu sagen, es gibt dieses Feldbett auch in zwei unterschiedlichen Längen. Einmal in R, also für regulär, und einmal für L, für lange Menschen. Die Löcher hier am besten immer freilassen, also nicht hier so durch, sondern hier unten so durch. Weil hier kommen nachher die Füße rein. Jetzt kommt die Unterkonstruktion dran. Und dafür gibt es halt diese Gestänge in unterschiedlichen Farben. Und die werden ganz einfach zusammengefügt. Und da kann man auch nichts falsch machen. Dazu kommen dann halt die Fußelemente. So, und hier wird es ein bisschen tricky. Hier muss man ganz genau überlegen, wie rum gehört das. Aber wer sich unsicher ist, der schaut einmal hier drinnen in die Tasche. Da haben wir nochmal eine Anleitung, wie man das am besten dann befestigt mit den Füßen. Das heißt, auch hier wurde mitgedacht, hier kommt man dann auch nicht dazu, irgendwelche Fehler zu machen. So, das sind jetzt viele kleine Einzelteile, aber das ist auch dann das geringe Packmaß, was man am Ende hat. So, am Ende bleiben dann noch diese Stangen über und man kann jetzt die leichte Variante aufbauen. Das heißt, ich kann jetzt die beiden noch mal hier in die Mitte reinbauen, dann habe ich das ganz leichte Feldbett und dann kann man halt noch die normale Form aufbauen. Das heißt, man verstärkt die Mitte mit den zusätzlichen Stangen, die dabei sind. So, das mit den Füßen hier, das müsst ihr verkehrt rum so einbauen. Dann könnt ihr sie auch hier zusammenfügen und dann dreht ihr den Fuß einfach halbe Umdrehung und ihr habt eine Verdrehung drin. Ganz einfach. Ich stelle euch an den Seiten rauf, klemmt den erst in den einen und dann in den anderen rein. Und dabei zieht ihr hier oben am Gestänge. Zack. Und schon ist es fertig. Jetzt kann ich meinen Pullover nehmen, den in die Tasche stecken und die Tasche dann zusätzlich als Kopfkissen verwenden. Zack.
Ja, man sollte hier aufpassen, dass man nicht so Druckbelastungen ausübt, zum Beispiel mit dem Ellbogen oder sich hier ständig so abstützt und so. Also punktuelle Belastungen sollte man vermeiden. So, und dann kann ich mich jetzt hier so hinlegen und schlafen. Ja. Ja, wieso ich mich jetzt für ein Feldbett entschieden habe, liegt daran, dass ich halt mit diversen Isomatten oder Luftbetten draußen immer schlechte Erfahrungen gemacht habe. Und da es jetzt endlich mal ein Feldbett gibt, was sehr kleines Packmaß hat und federleicht ist, habe ich mir gedacht, hey, das nehme ich mal mit, das probiere ich aus. Und ich muss sagen, hiermit liegt man wirklich viel komfortabler als auf so eine Isomatte. So, das hier ist meine Isomatte von Climit. Die hat einen Ehrwert von 1,3, die benutze ich hier im Sommer. Es ist gemütlich, da drauf zu liegen, und es ist auch gemütlich, hier drauf zu liegen. So, aber die beiden in Kombination gibt ein komplett neues Gefühl. Das ist so, als ob man zu Hause im Bett liegt, weil die Kombination aus dem Feldbett, also dass man ein bisschen so in der Kuhle liegt, und dem Luftbett, dass das Gewicht gleichmäßiger verteilt wird, das macht den ausschlaggebenden Punkt, weil jetzt in dieser Kombination fühlt es sich an wie zu Hause. Und diese Kombination lässt einen überall gemütlich schlafen. Egal ob auf einer Betonplatte, auf unebenes Gelände oder einfach so im Garten. Also Isomatte einzeln ist schon gut, Feldbett alleine ist auch gut, in Kombination unschlagbar. Das kann ich euch empfehlen. Und wie ihr bereits gemerkt habt, ich verlinke euch diese Sachen hier unter dem Video nicht, weil ich keine direkte Werbung darüber mache. Ich werde also dafür nicht bezahlt und nicht gesponsert. Das sind so meine Empfehlungen, die ich euch weitergeben kann. Ja, ich weiß, die Sachen sind teuer. Ich sage auch immer, Qualität hat seinen Preis. Und die sollen ja natürlich auch ein Leben lang halten. Das heißt, ihr kauft es nur einmal und nicht 10-mal. Ich bin mir sicher, dass ihr mit diesen Infos eine Menge anfangen könnt. Wir sehen uns im nächsten Video.